Hallo meine Lieben. Ja, ich habe es jetzt endlich mal geschafft, das Fashion Plus Size Haul Video von New York zu drehen. Ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht, weil ich irgendwie nicht so richtig die Idee hatte, wie ich das umsetzen möchte. Und ich habe es jetzt eben so gemacht, dass ich immer so kleine Videos von den Outfits gedreht habe und die werde ich dann hier jetzt immer so einblenden und dann was dazu erzählen. Ja, wäre ein bisschen umständlich gewesen, wenn ich es immer so hier im Video jetzt gemacht hätte mit dem Umziehen oder nur die Klamotten reinhalten, dann seht ihr es wieder nicht gescheit. Deswegen habe ich es jetzt so gemacht. Ja, ist jetzt das meiste von dem, was ich gekauft habe, was auch schön vorzeigbar ist, sage ich jetzt mal, weil manche Sachen, so Basics, die sind eher uninteressant, finde ich jetzt persönlich. Und deswegen gibt es erstmal die Sachen zu sehen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Ihr könnt mir ein Feedback hinterlassen, wie ihr es so findet, ob das von der Art her auch so in Ordnung ist und oder ob euch lieber Fotos gewünscht hätte, damit ich es beim nächsten Mal berücksichtigen kann. Ja, dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei meinem Haul-Video. Ja, Outfit 1 ist ein grauer Pulli, der eine ganz hübsche Parfümflasche vorne aufgedruckt hat, und zwar ist es die Chanel-Flasche, soll es darstellen. Und ja, den finde ich ziemlich schön. Das ist ein dünner grauer Pulli, ist allerdings keine Marke, also der ist aus einem No-Name-Laden. Und dazu kombiniere ich einen schwarzen Bleistiftrock, der aus Stoff ist, und der ist von Forever 21 und den finde ich sehr, sehr angenehm zu tragen. Outfit Nummer 2 ist auch ein Oberteil von Forever 21 und es ist ein ganz normales weißes Langarm-Shirt mit schönen goldenen Nieten drauf. Und ja, ich stehe total auf Nieten und hier bekommt man sie ja sehr selten. Jetzt kommt es so langsam, aber da habe ich mir das geholt. Das finde ich sehr, sehr schön, das Oberteil. Ja, das nächste Outfit besteht komplett aus Forever 21. Einmal dieses schöne mintgrüne Tanktop, komplett mit Nieten besetzt auf der Vorderseite. Ja, wie soll es auch anders sein? Ich finde Nieten einfach toll. Das sind jetzt mal silberne Nieten. Und dazu trage ich eine dunkelblaue Skinny Jeans, auch von Forever 21. Und die tragen sich total angenehm, die Hosen von dort, weil sie auch ganz anders sitzen, wie wenn ich mir hier eine von H&M kaufe, muss ich ehrlich sagen. Und ja, hier könnt ihr es jetzt genauer erkennen. Sind eben so nicht ganz spitz, aber ja, ein bisschen so abgerundet, so kegelförmig sind die, genau. Oh ja, der Laden hat es mir wirklich angetan. Ich habe hier auch dann noch dieses schöne weiße Spitzenoberteil gefunden, zusammen mit diesem korallfarbenen kurzen Bleistiftrock. Also er ist etwas gewagter, weil er wirklich nicht so lang ist, aber man kann es ein bisschen variieren. Aber an sich finde ich es eine ganz schöne Kombi, gerade mit Gold dazu, also vom Schmuck her dazu kombiniert, finde ich es echt ganz hübsch. Und als kleinen Tipp, damit man auch nicht durchsehen kann, eignet sich ganz gut nudefarbene Unterwäsche bzw. nudefarbener BH. Dann sieht das ganz gut aus. Das nächste Outfit besteht wieder komplett aus No-Name-Produkten. Das ist einmal dieser mintfarbene dünne Pulli, der ja eher so im Oversize-Look ist, und da steht Looking for Wild Love drauf. Den fand ich ganz schick. Und ja, die Hose dazu ist auch aus einem No-Name-Laden. Ist eine dunkelblaue, ist ein satterer Blauton, auch eine Skinny Jeans und trägt sich auch sehr angenehm. Und hinten hat der Pulli was Besonderes, und zwar hat er hinten so Schnitte drin und er ist zwar ein bisschen gewagt, aber mit einem Top drunter kann man es echt ganz gut anziehen. Hier habe ich jetzt keins drunter. Outfit Nummer 6 ist eine kurzärmelige Bluse von American Rag, die ich bei Macy's gekauft habe. Und die fand ich eigentlich ganz süß, so kann ich mir gut vorstellen, zu einer Jeans-Short dann im Sommer. Und die bindet man quasi vorne so zu. Dann auch von American Rag habe ich mir so Tanktops gekauft. Einmal hier in der Farbe Olive. Die sind jetzt nicht so eng anliegend, also die sind ab der Brust sind die ein bisschen weiter. Und das finde ich ganz angenehm. Das ist einmal die Farbe Olive eben oder Khaki. Und dann habe ich mir die noch in so einem korallfarbenen Ton und in einem pinken Ton gekauft. Ihr seht meine Lieblingsfarben. Ja, das nächste Outfit, beziehungsweise die nächsten beiden Outfits bestehen auch wieder aus Forever 21 Artikeln. Das ist einmal dieser petrolfarbene Oversize Blazer. Der ist ein bisschen dünner, müsst ihr euch vorstellen. Also nicht so dick wie sonstige Blazer, sondern eher eben lässiger.
Und dazu trage ich ein Langarm-Shirt mit einem ganz lustigen Aufdruck drauf, und zwar mit diesem berühmten Mustache. Ja, der ist auch in Amerika total in, und jetzt habe ich auch endlich ein Oberteil mit diesem Bart drauf. Ja, an sich den Blazer finde ich ziemlich cool, weil er, wie gesagt, eben sehr lässig ist und zum Goldschmuck wieder sehr gut dazu passt. Das nächste Teil ist ein korallfarbenes Cardigan oder eben so ein Baumwollstrickwestchen. Und ja, das trägt sich auch ganz angenehm und finde ich gerade jetzt dann für den Frühling, wenn es wieder ein bisschen farbenfroh wird, passend für irgendwie so einen Top drunter oder einfach nur so, trage ich es auch ganz gern. Bisschen Farbe. So, dann kommen wir auch schon zum letzten Outfit. Das ist einmal ein grauer Hollister-Pulli, eigentlich ein ganz normaler, gemütlicher Kapuzenpulli, so zum Rumlungern. Und dazu trage ich eine pinke Jeans ist es eigentlich nicht, eine Stoffhose, so eine Mischung, auch von Forever 21. Und ja, die Farbe finde ich auch wieder ganz, ganz hübsch und vor allem endlich auch mal in einer Größengröße erhältlich. Ja, ihr Lieben, das war's dann auch schon mit dem Plus-Size-Fashion-Haul-Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr könnt mir ja Kommentare hinterlassen, wenn ihr Lust habt, oder einen Daumen nach oben geben. Und abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und ja, dann vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch allen einen super, super guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich aufs nächste Jahr mit euch. Bis bald. Ciao.